Fans des FC Bayern München haben beim 1:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Gastgeber SV Drochtersen randaliert. Der Regionalligist hofft nun auf finanzielle Unterstützung der Münchner. Der FC Bayern siegte bei Drochtersen nur knapp. Bild Getty Images: Vor zwei Jahren gegen Gladbach war alles friedlich. Schade, dass dieses Mal 50 Verrückte dabei waren. Ich hatte es nicht erwartet, bin betrübt. Alles, was gut gelaufen ist, ist damit ein Stück weit kaputt gemacht, sagte Drochtersen in Präsident Rigo Gosen der Bild. Deren Bericht zufolge hatten die Fans des FC Bayern auf der eigens aufgebauten Tribüne ein echtes Chaos hinterlassen. Ein Zaun wurde zerstört und Sitzplätze herausgerissen. Auch ein Mikrofon im Wert von über 1.200 Euro sei beschädigt worden. Drochtersen-Präsident Gosen: Vor zwei Jahren gegen Gladbach war alles friedlich. Schade, dass dieses Mal 50 Verrückte dabei waren. Ich hatte es nicht erwartet, bin betrübt. Alles was gut gelaufen ist damit ein Stück weit kaputt gemacht, Scham Deutsch. Nach der Partie wird Drochtersen die Tribüne wieder abbauen und dabei die Zerstörung beseitigen müssen. Inwiefern finanzielle Hilfe erwartet werden kann, ist aktuell noch unklar. Drochtersen hofft auf Hilfe aus München. Gosen hofft zumindest auf eine Hilfe aus München. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern sich der Verantwortung entzieht. Es war ihr Wunsch, Sitzplätze zu haben. Sowas ist nicht versicherbar, auch deshalb wolle er zuerst mit Bayern reden, ehe er den Weg über die Justiz gehe. Punkt. Eine Klage wegen Sachbeschädigung scheint allerdings kein Ding der Unmöglichkeit zu sein.